tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Zaplarang vor. Zaplarang ist die Weiterentwicklung von Zapladin und Zaplalek und hat wie diese einen Elektro-Typ und hat somit eine Resistenz gegen Stahl, Flug und Elektro sowie eine fähigkeitsbedingte Resistenz gegen seine eigentlich einzige Schwäche Boden. Zaplarangs Werte sind insgesamt sehr solide. Die Verteidigungswerte sind insgesamt leicht überdurchschnittlich und die beiden Angriffswerte sind gut. Lediglich die Initiative schwächelt hier ein wenig. Die EV verteilt man voll in KP und Spezialangriff, dazu ein mäßiges Wesen, um den Spezialangriff zu maximieren. Zaplarangs Movepool ist richtig groß und man kann sich hier schön austoben. Für ein spezielles Set empfehle ich jedoch Donnerblitz, Voltwechsel, Flammenwurf und Gigasauger. Donnerblitz ist eine solide Step-Attacke, die man hier auch beliebig durch Ladungsstoß ersetzen kann, wenn man lieber eine 30%ige Paralysechance haben will. Voltwechsel ist eine zweite Step-Attacke, mit der man durch Zaplarangs geringe Initiative seine Sweeper sicher in den Kampf bringen kann. Flammenwurf ist eine solide Coverage-Attacke gegen Pflanzen-Pokémon und Gigasauger gibt Coverage gegen Boden-Pokémon und gibt Zaplarang außerdem eine Möglichkeit, sich zu heilen. Als Item bietet sich eine Offensivweste an, da wir keine Statusattacken benutzen und das Zaplarang mehr Utility gegen spezielle Angreifer bietet. Dadurch, dass Zaplarang keine Schwächen hat, kann man ihn problemlos in viele Situationen reinwerfen. Es kann die meisten Attacken gut tanken und kann im Gegenzug mit seinem guten Movepool gut zurückschlagen oder mit einem Voltwechsel jemanden reinbringen, der mit der Situation besser zurechtkommt. Wirklich aufpassen muss man nur bei Pokémon mit Überbrückung, da diese Zaplarang-Schwebe ignorieren und ihn mit Bodenattacken effektiv treffen können. Die größte Gefahr droht hier von Staloborn und Maxax, da diese üblicherweise auch Bodenattacken im Moveset haben. In höheren Tiers sollte man jedoch auch vor Reshiram aufpassen. Ansonsten droht nur Gefahr von Mega Gyarados, wobei dieses nur selten Erdbeben im Moveset hat. Gute Teampartner für Zaplarang sind vor allem schnelle Pokémon und Pokémon, die eine Schwäche gegen das haben, was Zaplarang effektiv umhauen kann. Und weil das auf viel zu viele Pokémon zutrifft, um jetzt alles aufzuzählen, sage ich einfach mal, dass Zaplarang in fast jedem Team eine gute Ergänzung ist, sofern man eben noch ein Pokémon braucht, das solide mit Elektro, Feuer und Pflanzenattacken angreifen kann. Das war's von meinem Zaplarang und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.